gut, dass du deinen Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein. Ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein felsiger Freund diesmal begleiten? Nein. Ich wollte es dir sagen. Henry ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Stimmt. Aber Gott verdammt. Was habt ihr vor? Na gut, ich hab was Schlimmes beim Helheim-Turm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Mhm. Okay. Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Sei still! Geil. Absolut geiles Gimmick. Okay, und jetzt? Tja, von allein fängt er kein Feuer. Gaulwart! Also, was war los? Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Okay. Ja. Ah, der Aufzug ist kaputt. Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Ja, schon. Was wartest du von Schlangen? Schieß aufs Fass. Da ist auch Klingstein dran. Oder nicht? Gaulwart! Ja, fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Okay, da kommen wir nicht durch. Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Schlackenablagerung. Sieht nach Zwergen aus. Finde einen Weg da durch, sagt er. Das kann ich nicht anzünden. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. Gaulwart! Nein. Finde einen Weg da durch, sagt er. Ah. Es ist Klingstein, aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Bin schon dabei. Ja. Gaulwart. Hier ist arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Ja, es ist aus dem durch den Kampf. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Wer sagt, du musst sie anfassen? Mir gefällt, wie du denkst.
Wird schon schief gehen. Wäre gut. Ah, na gut, ja. Nimm das, du fieser Steinhaufen. Ah, weg von mir. Ja. Raus sind die. Harte Worte. Ich werde ihn treffen. Sei still. Soll ich helfen oder nicht? Schon gut, schon gut. Wow. Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Tja, du brauchst schöne Moves. Was soll's? Richtig schön. Ungewohnt mit ihm zu kämpfen, gebe ich zu, aber schöne, schöne Sachen. So. Hat Potenzial. Mist, der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Wow. Vielleicht. Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Ach. Praktisch, was der alles dabei hat. So, auf geht's. Na dann. Okay. Sei da, guten Abend. Machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr Gandyr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Den Umständen entsprechend gut. Und dir? Tja, er ist weg. Hast du schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Danke. Jormuteyom Senu. Ist gar nicht seltsam. Überhaupt nicht seltsam, dass der auf einmal weiße Augen gekriegt hat. So.
Hörst du nicht? Tja, wir wollen dich nicht aufhalten. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Okay. Ich habe 7 Millionen Fragen. Vielleicht auch 8. Und ihr könnt mich anschauen, wie ihr wollt. Er hat Ähnlichkeit mit Hawkeye. Okay. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Was für ein starker Bogen. Lässt du mich mal nach. Schön. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße. Läuft. Sag Brock nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Nice. Sie ist also beim alten Valkyrienkreis. Gut zu wissen. Tiefgefrorene Gegner sind die besten Gegner, die wehren sich nicht. Ja, schrei mich nicht an. Süß, wie er energisch wird. Sekunde. Wow, seine Moves sind echt nice. Mystefan B, danke schön für deinen Follow. Willkommen, mach's dir gemütlich. Und genießt die Show. Hier gibt es hauptsächlich Story Games und Minecraft. Minecraft allerdings im Moment etwas weniger. Da im Moment Story Games echt überwiegen und es sind wirklich schöne Sachen dabei. Wow. Schöne Sache. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Ja. Wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran, ja. Oh je. Es ist echt strange, ihn zu steuern. Wenn ich das so sagen darf. Es ist wirklich, wirklich ungewohnt. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Diesmal nicht, nein. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert, aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Okay. Mein Laden! Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst. Okay, muss ich das jetzt alleine machen? Alles klar.
Ach, guck mal. Knack, auf einmal können wir was lernen. Also nicht alles lernen können auf einmal. Drücken Sie Dreieck, um einen Gegner zu greifen und den Kraftball niederzustrecken. Der aktuell ausgerüstete Runenpfeil leitet Statusschaden besonders effektiv, um die Lücke zum mobilen Gegnern zu schließen. Höherer Wirkungsbereich. Betäubung auf nähere Gegner, okay. Das kostet mich der Spaß. Vorherige Fähigkeit erforderlich, okay. Das sind so Kleinigkeiten. Aggressionen. Drücken Sie, um zu sprinten, R1 zum Sprungangriff. Drücken Sie beim Sprinten R2. Ausweichen, ja, okay, das sind so die Klassiker. Was ist das hier? Das nehmen wir. Das sieht einfach gut aus. Dann nehmen wir das noch. So. Das klingt auch gut. Prügeln, wenn ich lese, klingt vielversprechend. Wir haben jetzt quasi eine zweigeteilte Geschichte. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das auf Kratos Zukunft wirklich auswirkt. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Ja, hör auf zu maulen. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Ja, try it. Ja. Triff den Feuerturm! Was? Worauf wartest du noch? Sehr gut. Einfach weiter. Ja. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Ja. Ja, bevor ihr euch jetzt unterhaltet die ganze Zeit, ne? Wie wär's, wenn du einfach mitgehst? Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Nach oben und vorwärts, okay. Nach oben und vorwärts. Das kriegen wir hin. Man kann mit ihm alleine auf jeden Fall ganz gut kämpfen. Man kommt auf jeden Fall gut zurecht. Das ist schön. Und das ist mächtig. Schon. Er ist ein interessanter Kämpfertyp. Er ist wirklich ein sehr interessanter Kämpfertyp. In Ordnung. Mehr Klingsteig. Der auf jeden Fall Potenzial hat. Definitiv. Also so viel muss man ihm zugestehen. Er hat definitiv Potenzial. Ich meine,
Man kennt seinen Lehrmeister. Von daher. Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Ja. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Schlüssel. Ja, bin ja schon dabei. Prügel-Move ist schon echt geil. Er ist absolut Mann, super zum Kämpfen. Wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Oh ja, das wird er auch, wenn er rauskriegt. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Das meine ich mit frech. Ein Ja? Wenn du auf mich gehört hättest. Kann ich nicht dasselbe sagen? Was meinst du, von wem ich das habe? Scouser! Jetzt übertreibt es aber. Ich sterbe gleich. Wow, da kam ein Pfeil einfach mal direkt in die Schulter. Er war nicht so gut, der Kampf. Aber gut. Kann nur besser werden. Ich muss mir auch erstmal ein bisschen an ihn gewöhnen, weil Kratos ist der yeah und voll drauf und gib ihn und gib ihn. Und er ist eher so, ja, wir können zwar Nahkampf, ist gut, aber Distanz wäre besser. Schöne Moves dabei. So. So, kommst du mal? Bam. Und tschüss. Schick. Haben wir es jetzt? Nee, noch nicht ganz. Your face is mine. So, aber jetzt. Ich muss weiter hoch. Ja, ja. Vielleicht bitte erst diese Kiste aufmachen. Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Dankeschön für deinen Lurk. Wenn dir.
So. Okay. Okay. Lass mal ein bisschen rumfuhrwerken und rumsuchen und gucken. Da war was? Oh ne. Ah, da ist was. Hacksilber. Okay. Dann gehen wir trotzdem mal nach hinten. Ich hasse Nachtmare. Habe ich das schon mal gesagt? Glaube ja. Ich sehe dich leuchten. Da bist du, mein Schatz. Rohrleder, Hacksilber und Bestienfetzen. Die Bestienfetzen habe ich bis jetzt immer noch nicht irgendwie, glaube ich, gewinnbringend einsetzen können. Da war ein Hirsch. Warum ist da ein Hirsch? Soll der quasi mich zu Freya führen, weil sie weiß, dass ich komme oder was? Hm? Immer auf Distanz kommen. Sie. Was ist denn Hirsch gekillt? Huh? So, da ist er. Ich bin auf doch. Dem richtigen Weg. Hätte ich bloß einen Kompass. Du bist auf dem richtigen Weg. Da hinten ist es doch, du Volleimer. Mein Gott, du musst dich links halten. Zweifel halt immer weniger an deinem Können oder so, ne? Vollidiot. So. Warte bitte. Ich bin da hinten und ich muss dahin. Gut. Das heißt, hier ist etwas, was wir eigentlich so nicht betreten würden. Die halt in die Füße. Mein Gott, ich bin ja gar nicht doof, ne? Tschüss. Ah!
Dein Gesicht gehört mir. Da hinten stehst du. Da hinten. Das kriegen wir hin. So. Das kriege ich hin auf die Entfernung. Guck mal, ich bin Scharfschütze. Meine Pfeile machen zwar kaum Schaden, aber das kriege ich hin. So, und tschüss. Komm. Danke. Bitte. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie man darüber kommt. Ja, ja. Diese God of War-Reihe ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin die ganze Zeit zum Überlegen, wie geht's weiter? Was haben sie vor? Geht's danach noch ein Teil? Gibt's ihn mit Kratos? Das ist, glaube ich, so die wichtigste Frage, die man sich an der Stelle stellt. Ja. Wird Kratos im nächsten Teil noch aktiv sein? Was passiert hier? Was wird passieren? Was wird kommen? So viele Fragen. Aber Kratos wird auch schon ein bisschen so als müde hingestellt. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Er wirkt ein bisschen so. Ah, ich bin das Ganze auch irgendwo leid, ne? Nicht so krass wie jetzt bei Tier. Das nicht. Weil Kratos einfach sagt, ich bin für mein Kind da. Aber. Ich kann das, richtig? Ja. Ja, ich kann das. Ein bisschen des Kampfes müde, wenn man das mal so frei übersetzt hinstellen möchte. Oh, was bringt dir dein Schild, ha? Nichts. Nichts bringt dir dein Schild. Ich will nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große Tür finden. Ja, die haben wir auch gleich. Ich setze mal eine Hypothese drauf. Ich sag, Kratos kommt. Tür. Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Ha, du hast doch Zweifel. Wir werfen nicht. Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Ich denke mal, dass das eine entscheidende Wendung hinlegen könnte. Denk nur dran zu schreien, wenn sie dir ans Leder geht. Danke. Deswegen bin ich mich viel besser. Nett und werfe nicht. Hey Freya, wie kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht. Ja, das sollte ich wohl nicht erwähnen. Na, vielleicht nicht so direkt. Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Durchaus nicht. Aber sie erwartet uns. Ist ja nicht so. Schief gehen. Sie weiß es ja.